Seine Fans empfingen ihn mit euphorischen Sprechchören, als gäbe es etwas zu feiern. Und Lionel Messi, flankiert von Polizisten, winkte gut gelaunt zurück. Dabei erschien der viermalige Weltfußballer zu einer Vernehmung vor dem Gerichtsgebäude in seinem Wohnort Gava bei Barcelona. Die Justiz ermittelt gegen Messi und dessen Vater wegen des Verdachts auf Steuerbetrug. Beide sollen in den Jahren 2007 bis 2009 dem Finanzamt 4,1 Millionen Euro nicht gezahlt haben. Wir wurden nur dazu aufgefordert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Fakten mithilfe der Wirtschaftsdaten zu klären. Wir haben die Anweisung von der Messi-Familie, Transparenz, Klarheit und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Heute geht es darum, genau das zu machen. Wir haben die klare Absicht zu zeigen, dass Betrug nicht das Ziel war und ein klarer Wille besteht, die Situation zusammen mit den Steuerbehörden aufzuklären. So wollen wir jeden Steuerkonflikt mit dem Staat verhindern. Messi hatte schon kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe betont, dass weder er noch sein Vater etwas mit der Sache zu tun hätten. Ich bin ganz entspannt. Ich habe mich nie selbst darum gekümmert und auch mein Vater nicht. Wir haben unsere Anwälte und Vermögensberater, denen wir vertrauen und die das für uns regeln. Die Wahrheit ist, dass ich überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen habe und genau deshalb kümmern sich andere Leute um diese Angelegenheiten. Lionel Messi hat sich mit den spanischen Behörden bereits auf eine Rückzahlung von 5 Millionen Euro geeinigt, um ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung abzuwenden.